Sehr geehrte Damen und Herren, die internationale Forschung hat über die Jahre einige Resultate gefunden, wie die Prävention optimalerweise funktionieren soll, sogenannte Good Practice Erkenntnisse. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen. Also erstens, wenn immer möglich, soll die Gefahrenquelle entfernt oder entschärft werden. Zum Beispiel, Sie kennen das aus Ihrer Praxis, ein rutschiger Boden in einem öffentlichen Gebäude wird saniert und nicht nur mit einem Plakat auf die Gefahr hingewiesen. Zweitens, bei der Verhaltensprävention sollen möglichst große Bevölkerungsgruppen beeinflusst werden. Auch hier ein Beispiel. Es ist sinnvoll, im Straßenverkehr das Geschwindigkeitsniveau insgesamt zu senken. Zwar sollen Raser auch speziell behandelt werden, nicht vernachlässigt werden, doch bringt eine Senkung der durchschnittlich gefahrenen Geschwindigkeit deutlich mehr als ein Ansatz bei den Rasern. Drittens, je geringer die notwendige Eigenverantwortung, Eigeninitiative der Person, desto wirksamer die Maßnahme. Auch hier ein Beispiel. Fahrerassistenzsysteme im Straßenverkehr, welche bei Gefahr eingreifen, sind in der Regel wirksamer als solche, welche den Fahrer lediglich warnen. Viertens, Ausbildung und Sensibilisierungsmaßnahmen sind wirksamer, wenn sie den Möglichkeiten und dem Interesse des Zielpublikums angepasst sind. Zum Beispiel richtet sich die Kampagne Slow Down, Take It Easy an die jungen Lenker. Die Botschaft an ältere Personen würde anders lauten und auch Frankie müsste wahrscheinlich weichen. Yeah. Oh, is it? Sorry, continue. I'll see you guys later. Okay. Fünftens, Sensibilisierungsmaßnahmen sind effizienter, wenn sie zur Erhöhung der Akzeptanz einer Vorschrift eingesetzt werden. Zum Beispiel wird demnächst das Fahren mit Licht am Tag obligatorisch werden und das wird unterstützt mit einer Informationsoffensive. Sechstens, Gesetzgebung und Kontrollen haben positive Auswirkungen auf die Unfallzahlen, wenn Akzeptanz, Verständlichkeit und Umsetzbarkeit gegeben sind. Also dasselbe Beispiel mit Fahren im Licht am Tag. Da wurde die Akzeptanz, die wurde abgefragt von der BFU, die ist sehr hoch. Es ist sehr einfach verständlich, nämlich immer mit Licht fahren. Und es ist auch einfach umsetzbar, nämlich durch technische Maßnahmen, sprich das Licht schaltet beim Starten des Motors automatisch ein. Das sind so ein paar wesentliche grundlegende Erkenntnisse aus der Forschung der letzten Jahre. Brigitte Buhmann hat Ihnen vorhin gezeigt, wie die Forschung im Präventionskreislauf integriert ist. Ein wesentlicher Teil der BFU-Forschung wird in der sogenannten Unfallforschung geleistet, ganz oben im Kreislauf. Diese besteht aus der Unfall-, der Risiko- und der Interventionsanalyse. BFU-intern nennen wir das auch URI. URI für U, Unfallanalyse, R, Risikoanalyse, I, Interventionsanalyse. Dieser Bericht der BFU, einzelne von Ihnen kennen ihn vielleicht, der ist letztes Jahr erschienen. Titel Sicherheitsdossier Haus und Freizeit. Er ist über 300 Seiten stark und umfasst genau diese Unfallanalyse im Haus- und Freizeitbereich. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Sachen daraus, eine kurze Sequenz daraus zeigen, und zwar zum Thema Stürze. Erster Punkt, Unfallanalyse. Da geht es zunächst um die Frage, was passiert. Jährlich sterben rund 1500 Personen im Haus und Freizeit, mehr als 80% davon bei Stürzen, also etwa 1200 pro Jahr oder anders gesagt 3 pro Tag. Mehr als 50% der jährlich 600.000 Verletzten in Haus und Freizeit kommen bei Stürzen zu Schaden.
Jeden Tag stürzen also zwischen 800 und 900 Personen so schwer, dass sie einen Arzt aufsuchen müssen. Zusammengefasst, beziehungsweise auf einen Nenner gebracht, kann gesagt werden, Sturz auf gleicher Ebene ist der dominante Unfallhergang und insbesondere im Alterssegment der Senioren. Verletzungen aufgrund eines Sturzes aus der Höhe ist am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen. Bei der zweiten Fragestellung, warum passiert es bei der Risikoanalyse? Das ist so, dass im Sport, aber auch in Haus und Freizeit die sogenannten Risikofaktoren oft nach dieser Systematik, wie Sie hier sehen, eingeteilt werden. Also intrinsische Risikofaktoren, Gründe, welche beim Menschen liegen, oder extrinsische, solche, die bei der Umwelt zu versuchen sind oder zu finden sind. Einige Beispiele auch aus diesem Sicherheitsdossier. Kinder und vor allem Kleinkinder verfügen über kein oder nur über ein stark eingeschränktes Gefahrenbewusstsein. Senioren sind stark geprägt von ihrer Sturzgeschichte. Senioren, welche schon mal gestürzt sind, stürzen mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut als solche ohne Sturzgeschichte. Oder extrinsische Risikofaktoren aus diesem Bericht, zum Beispiel die Verwendung einer Lernlaufhilfe, eines sogenannten Babywalkers. Last but not least, wie kann es verhindert werden, also der dritte Schritt. Die 5 E's, die haben Sie schon erhalten von Brigitte. Auch die sind sehr ausführlich hier drin verankert. Das hat nahezu hunderte von Maßnahmen hier drin, nur beispielhaft. Aus dem Bereich Education wird die Umsetzung eines Trainingsprogramms für Senioren empfohlen. Dieses Programm wurde inzwischen entwickelt und das können Sie auf der Homepage der BFU finden, unter dem Stichwort 3x3. Der normgerechte Bau und Unterhalt von Spielplätzen und Geräten wird gefordert, aber auch Produktesicherheit bei Kindermöbeln soll gewährleistet und optimiert werden. Ein wesentlicher Teil der BFU-Forschung besteht also aus der Unfall-, der Risiko- und der Interventionsanalyse, URI. Dazu kommen aber auch noch Evaluationen, dies zur Optimierung von Maßnahmen oder zur Überprüfung deren Wirksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, die BFU als Kompetenzzentrum hat sich einer wissenschaftlichen Prävention verpflichtet. Ihre Aktivitäten richten sich deshalb nach dem Stand der Forschung und den bekannten Good-Practice-Regeln der Prävention. Das Wissen erarbeitet die BFU teilweise durch eigene Forschungsprojekte, gibt sie aber auch in Auftrag und fasst das weltweite Wissen, das weltweit verfügbare Wissen zusammen. Und durch die Beantwortung der Fragen, wo und wie interveniert werden muss, beeinflusst die BFU die Forschung, die Präventionsaktivitäten. Sie haben gesehen, dass die Forschung im Rahmen der Präventionstätigkeit verschiedene Aufgaben wahrnimmt. Mit Ihren heute 12 Mitarbeitenden liefert sie die Grundlagen für die strategische Ausrichtung der BFU-Tätigkeit. Sie leitet den Präventionsbedarf und Präventionsempfehlungen her. Sie liefert Inputs für die Beratungs-, Kommunikations- und Ausbildungstätigkeiten und sie ist zuständig für die Erfolgskontrolle. Die Forschung ist heute als eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Unfallprävention. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.